Der Krieg im Donbass hat vielfältige Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Da ist zum Beispiel die Wasserfilteranlage von Donetsk. Sie versorgt nicht nur eine 500.000 Menschen mit Trinkwasser. Die Filteranlage, die zur Reinigung von Wasser Chlor benutzt, kann auch zu einer Gefahr werden. Wenn ein Geschoss einschlägt und sich eine Chlorwolke bildet, werden viele Menschen sterben. Auch Sie werden sterben. Wir werden sterben und die Menschen in Avdijewka und Jasinovata. Die Anlage ist ein chemisch gefährliches Objekt. In unserer Anlage lagern viele Stoffe zur Reinigung von Wasser. Der gefährlichste Stoff ist flüssiges Chlor. Er wird in 900 Kilogramm schweren Behältern geliefert. Gab es Fälle, dass diese Behälter beschädigt wurden? Nein, es gab Einschläge im Lager für Chlor. Aber die Behälter wurden nicht beschädigt. Aber es gab Beschädigungen bei höher verlaufenden Rohrleitungen. Wir setzen das flüssige Chlor als Gas ein und leiten es über höher gelegene Rohre. Dieses flüssige Chlor ist ein sehr gefährlicher Stoff. Das gasförmige Chlor wird mit dem Wasser vermischt. Das gechlorte Wasser fließt in die Leitung und wird gereinigt. Dieser Prozess, der ganze Prozess, läuft in einem geschlossenen System ab. Wie Sie sehen, befinden wir uns im Zentrum der Kriegshandlungen. Wir arbeiten dort auf unser eigenes Risiko. Während die Soldaten in den Schützengräben mit Helmen und Schutzwesten sitzen, arbeiten wir auf einem ungeschützten Platz in T-Shirts. Die Verwaltung der Wasserfilteranlage hat ihren Sitz in Donetsk. Sie verkauft das Trinkwasser. Von dem Erlös werden Löhne und Gehälter an die Mitarbeiter ausgezahlt. 70 Angestellte der Filteranlage kommen aus der Volksrepublik Donetsk, 10 kommen aus der Ukraine. Chlor und andere chemische Stoffe zur Wasserreinigung bezieht die Filteranlage aus Donetsk. Wie viele Menschen sind von dem Trinkwasser ihrer Anlage abhängig? Von der Wasserfilteranlage Donetsk hängen etwa 400 bis 500.000 Menschen ab. Und wie viele von diesen Menschen leben in der Volksrepublik Donetsk? Etwa 90%. Von dem Wasser hängen Menschen auf dieser Seite in Donetsk und auf der anderen Seite in Avdijewka. Das sind sehr viele Menschen. Wenn wir unseren Betrieb einstellen, merken das die Menschen sofort. Wir gerieten schon viele Male unter Beschuss. Auf uns wurde schon aus allen Waffen gefeuert, die es gibt. Artillerie, Panzer und Raketenwerfer schossen auf uns. Die Granatwerfer rechne ich schon gar nicht mit. Es gab eine ungezählte Zahl Granaten des Kaliber 120 und 80 mm, die auf uns abgeschossen wurden. In unserer Wasserfilteranlage wurde jedes Gebäude mindestens dreimal getroffen und im Durchschnitt 7 bis 8 Mal. Seit 4 Jahren bauen wir alles wieder auf, nehmen alles wieder in Betrieb. Da steht nicht nur ein Gebäude, das ist ein ganzer Komplex. Dort braucht man Elektrizität, Wasserversorgung, eine Heizung. Wir haben eine autonome Gasheizung. All das war zerstört. Wir haben das alles wiederhergestellt und es wurde erneut zerstört. Dieser Prozess läuft unendlich. Die OSZE stellte auf dem Dach eines der Gebäude eine Kamera auf, mit deren Hilfe man feststellen wollte, von wo und von wem die Anlage immer wieder beschossen wird. In der Nacht auf den 29. Januar 2018 fixierte die Kamera den Beschuss des Gebäudes, auf dessen Dach die Kamera angebracht war. Das Geschoss flog von Süden nach Norden, heißt es in dem OSZE-Bericht. Wer geschossen hat, steht in dem Bericht nicht. Südlich der Filteranlage haben vor 1,5 Jahren ukrainische Truppen Position bezogen, berichtete mir Konstantin Alkulov, der Leiter der Wasserfilteranlage. Wer aber geschossen hat, will Alkulov nicht sagen. Offenbar fühlt er sich für solche Fragen nicht zuständig. Was schützt Sie, die Mauern dieser Gebäude? Als wir beschossen wurden, befanden wir uns im Luftschutzkeller.
Natürlich nicht immer, aber bei starkem Beschuss, als mit Raketenwerfern und Panzern auf uns geschossen wurde. Hatten Sie Schutzmasken? Das Chlor war zu diesem Zeitpunkt komplett abgestellt. Natürlich haben wir Schutzmasken. Gute? Gewöhnliche Schutzmasken. Die Schutzmasken reichen nur, damit sie das Zentrum der Katastrophe verlassen können. Lange halten sie es dort nicht aus. Die Menschen, die sich im Umkreis von 2-3 Kilometern befinden, haben keine Chance. Die ruhigsten Monate in den letzten 4 Jahren waren September und Oktober 2015. Es gab sogar Monate, wo wir tagsüber im Luftschutzkeller saßen. Und es gab Monate, wo wir tagelang im Luftschutzkeller saßen. Die gefährlichsten Minuten für die Mitarbeiter sind während des täglichen Weges zur Filteranlage und zurück nach Hause. Am 17. April, als ein Bus mit Mitarbeitern von der Wasserfilteranlage losfuhr, wurde im hinteren Teil des Busses eine Haltestange von einer Kugel getroffen. Durch die Splitter, die durch das Projektil entstanden, wurden 5 Menschen verletzt. Warum sitzt kein Mitarbeiter der OSZE in dem Autobus, wenn ihre Mitarbeiter zur Arbeit fahren? Wahrscheinlich hat die OSZE ihre Verhaltensmaßregeln. Und sie halten sich an diese Regeln. Sie berichten uns darüber nicht. Schlagen Sie der OSZE denn nichts vor? Wir schlagen ihnen etwas vor. Wir schlagen ihnen sogar vor, sich während unserer Arbeit in der Wasserfilteranlage aufzuhalten. Und wie reagiert die OSZE? Sie sagen nein. Wir sind eine gesellschaftliche Organisation, wir haben damit nichts zu tun. Die Presseabteilung der OSZE-Beobachter in Kiew erklärte auf meine Nachfrage, es sei nicht Aufgabe der Beobachtermission, für die Sicherheit zu sorgen. Nur die beiden Konfliktparteien könnten für die Sicherheit der Zivilbevölkerung und der Arbeiter in der Filteranlage sorgen. Beide Seiten müssten die Verpflichtungen erfüllen, die in Minsk vereinbart wurden. Ein Waffenstillstand sei unabdingbar. Die schweren Waffen und Militärpersonal müssten abgezogen und die Gegend um die Wasserfilteranlage von Minen gereinigt werden. Anfang Juni stellte die OSZE-Beobachtermission fest, dass es in der Gegend um die Filteranlage täglich über 100 Waffenstillstandsverletzungen gibt, weshalb man die verstärkte Beobachtung der Anlage einstellen müsse. Man könne die Mitarbeiter der OSZE nicht in Gefahr bringen. Bis 2017, als es noch keine militärische Präsenz der ukrainischen Streitkräfte an dem Weg gab, der zu unserer Fabrik führt, war noch alles ganz normal. Von wem ist diese Stellung? Von Donetsk? Nein, es sind die ukrainischen Streitkräfte, die an der Straße stehen. Die ukrainischen Streitkräfte haben neues Territorium erobert? Sie stehen an dem Weg schon seit 1,5 Jahren. Bis dahin fuhren wir in Ruhe zur Arbeit. Der ukrainische Vorstoß war Teil des schleichenden Angriffs? Ja, so kann man es sagen. Es fand im Niemandsland statt. Hier ist die Wasserfilteranlage. Diese Straße führt zur Wasserfilteranlage. Die Straße ist 1 Kilometer lang. Die Straße beginnt an der Fernstraße Donetsk-Gorlovka. Hier fahren wir. Und während dieses Kilometers gibt es ukrainisches Militär. Ja, es sind Soldaten. Dieser Teil unseres Arbeitsweges ist der gefährlichste. Und wo stehen die Streitkräfte der Volksrepublik Donetsk? Hier stehen die Streitkräfte der Ukraine und hier stehen die Streitkräfte der Volksrepublik Donetsk. Und in welchem Abstand stehen sie voneinander? 500 Meter oder weniger? Sie sind nicht mehr als 500 Meter voneinander entfernt. Sind Sie verheiratet? Ja. Was sagt Ihre Frau? Sollen Sie nicht zur Arbeit fahren? Жена.
Meine Frau sagt das Allerschlechteste. In meiner Familie entscheide ich, deshalb. Sie entscheiden bei politischem Streit? Nein, wir haben keinen politischen Streit. Selbst wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, wird das in der Familie ruhig entschieden. Ich konnte die Wasserfilteranlage 2014 nicht einfach im Stich lassen. Sie fühlten eine bestimmte Verantwortung? Das ist eine Verantwortung. Das sind meine Leute in meinem Verantwortungsbereich. Haben Sie Kinder? Ja. Und was sagen die? Sind die stolz auf Sie? Sie sind stolz, ja. Noch versucht die ukrainische Armee mit ihren Beschießungen der Wasserfilteranlage von Donetsk den Menschen Angst einzujagen und die Volksrepublik zu zermürben. Die Schuld für die Zerstörung an der Wasserfilteranlage schiebt Kiew ohne jeden Beweis der Volksrepublik Donetsk zu. Die Anlage, welche die Bevölkerung zu beiden Seiten der Trennlinie mit Wasser versorgt, könnte eine Brücke des Friedens sein, wenn Kiew sich nicht querstellen würde.